Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zum Hausfrauen-Stream. Ja, gestern habe ich ein bisschen Sport geschwänzt, beziehungsweise ich hatte einen Termin morgens und heute geht es wieder weiter. Das Wochenende naht. Da können wir mal ein bisschen Pause uns gönnen. Ja, Ton funktioniert. Danke. Wir haben heute ein bisschen Hintergrundgeräusche, Baulärm. 2 Wochen stand die Baustelle still. Jetzt fangen sie an, wo das schlechte Wetter losgeht. Das ist ja mal wieder typisch. Ja, ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Jetzt haben sie Gott sei Dank gerade aufgehört und wir fangen heute mal ein bisschen sportlicher an. Wir gehen gleich in den herabschauenden Hund. Ich versuche es zumindest. Und so meine Beine ein bisschen durchzustrecken. Meinen Rücken versuche ich gerade zu machen. Und dann treten wir einmal in die Ferse hinein. Und versuchen schon mal etwas die Beine vorzudehnen. Kommen dann wieder zurück, einmal in die Gerade. Kippen die Hüfte nach links und rechts. Bewegen so ein bisschen die Wirbelsäule. Dann kommen wir einmal in die Cobra 1. Und kommen dann nach unten zum Boden. Was habe ich ein Glück, dass sie gerade aufgehört haben zu bohren. Das war nämlich gerade echt laut. Wir wollen es nicht verschreien. Auf dem Boden angekommen. Nehmen wir einmal die Schultern zurück, Hände auf den Oberschenkel oder auf die Oberschenkel und strecken dann alle Beine von uns. Dann wieder zurück. Wieder nach oben. Dann stelle ich einmal das rechte Bein nach vorne auf und strecke einmal das linke Bein nach hinten raus, als wenn wir gleich lossprinten. Dann gehen wir schön in die Tiefe. Sag ich doch. Bohren ist wieder da. Wir wechseln immer die Seiten. Mal wieder zurück. Einmal den Vierfüßler. Hüfte rausstrecken, Bauchnabel langziehen. Schultern zurück. Immer richtig schön strecken. Und einmal in die umgekehrte Position, einmal einen Buckel machen, Hüfte absenken,
Schultern nach unten ziehen, Bauchnabel nach innen. Dann wieder zurück, Beine etwas auseinander und wir kommen wieder mit den Fingerspitzen nach vorne. Mit dem Kopf zwischen die Schultern. Stretchen auch so die Schultern. Ist das romantisch? Zurück nach oben, richten uns auf, einmal hinhocken. Also manche Leute könnten denken, mein Mikrofon ist kaputt. Hände auf den Rücken und wir kommen einmal mit dem Oberkörper nach vorne, ziehen die Arme nach oben. Entspannen, locker lassen. Und wir nehmen auch hier wieder etwas die Beine auseinander und strecken uns einmal nach vorne. Atmen einmal tief ein und aus. Schön den Rücken lang machen. Dann nehmen wir den rechten Arm unter den linken Arm. Ach, wir haben vergessen, die Äpfel zu pflücken. Das machen wir gleich. Schön die Schulter lang ziehen. Wechseln natürlich. Dann kommen wir wieder nach vorne, strecken uns noch ein letztes Mal und dann mobilisieren wir die Finger und greifen nach den Äpfeln, ziehen die Schulter vor und zurück. Und dann kommen wir langsam wieder nach oben. Gott sei Dank bin ich gleich weg und muss dieses Bohren nicht den ganzen Tag hören. So, rechtes Bein zur Seite, Fußspitze nach vorne und dann nehmen wir einmal die linke Hand und greifen nach oben, ziehen die linke Hand zur rechten Seite. Kommen wir mit den beiden Händen nach vorne zum rechten Fuß. Kommen wir mal wieder zur Mitte zurück.
Wir wechseln einmal die Seiten. Die Hände nach vorne zum linken Fuß. Komm dann wieder zurück. Einmal hinsetzen, rechtes Bein rausgestreckt und wir dehnen wieder unteren Muskeln. Und kommt dann mit den Händen wieder nach vorne. Spitze dabei oben lassen und wir drehen uns wieder, ohne das Becken vom Boden zu verlassen. Drehen uns wieder zurück. Wie aus wundersamer Hand wird hier wieder Muskel aktiviert. Beim Zurückdrehen und dann wechseln wir einmal die Seiten. Wieder mit den Händen nach vorne und drehen uns wieder. Die sind heute auch unheimlich früh aktiv da draußen. Ja, zurückdrehen. So, dann werden wir natürlich wieder die Rückenübung machen, damit wir das nicht vernachlässigen. Machen heute mal Programm rückwärts. So, den Block wieder nach vorne. Und dann greifen wir wieder in die Füße, kommen mit dem Kopf nach vorne. Nur ich sehe, ich habe auch schon wieder heute auch wieder Schwierigkeiten damit. Der Abstand ist genau der gleiche wie gestern. Nicht überstrapazieren natürlich, weil es geht ja auf den Rücken. Beine nebensächlich. Wieder nach oben kommen, Rücken gerade, etwas entlasten und dann wiederholen wir natürlich die Einheit. So 10 Sekunden wieder aufrichten, weil an dem Rücken oder beziehungsweise an der Wirbelsäule zu ziehen, jetzt komme ich schon am Block an,
ist was anderes als sie zu drehen, ne? Und wieder aufrichten und locker lassen. Dann kommen wir nun zum Boden. Auch hier nehme ich wieder den Block, schiebe ihn mir unter das Steißbein. Lendengegend. Die Schultern zurück. Gönne meinem Gesäß etwas Pause. Und dann heben wir einmal das rechte Bein nach oben. Fußspitze zur Decke und kreisen einmal das Bein. Auch in die andere Richtung. Wechseln wir die Seiten. Kommen wieder zurück. Ziehen einmal das rechte Bein nach unten. Strecken uns nochmal. Kommen mit dem Gesäß runter. Haben die Wölbungen im Rücken. Auch mit der anderen Seite natürlich. Wieder zurück und packen den Block beiseite. Guten Morgen. Hier kommen wir dann mit dem rechten Fuß auf den linken Oberschenkel und ziehen dann das Knie zu unserer Brust mit dem rechten Arm. Und drehen uns einmal nach links und rechts. Sag mal. Ist wieder unterhaltsam, mein Magen. Wir wechseln einmal die Seiten. Na, vorm Sport auch nichts essen. Wie geht's dir, Eistee? Gerade aufgestanden. Wieder nach links und rechts.
Und dann spannen wir einmal wieder den Oberschenkel an mit der Ferse Richtung Decke und legen unseren Oberschenkel in die Hände rein und drücken mit voller Kraft dagegen. Ja, auch gut, wenn ich nach draußen schaue, nicht ganz so. Heute ist Einkaufen angesagt und noch andere Termine. Das sieht aus, als würde es gleich, ist ja dunkler Armageddon da draußen, als würde es gleich regnen. Ist nicht so spaßig auf dem Fahrrad dann, aber auch die Zeiten muss man mitmachen. Spannung wieder lösen, das ausschütteln und das Bein nach links und rechts wieder. Wechseln die Seiten. Locker lassen, ausschütteln und dann links und rechts. Heute gibt es lecker Bolognese. Ich denke schon dran, deswegen wahrscheinlich so. Wir schütteln wieder die Knie nach links und rechts. Die von gestern ist gut geworden, hätte ich nicht gedacht bei unserem Experiment, aber sie schmeckt. Hüfte frei machen, bisschen rudern. Dann das rechte Knie nach unten zu dem anderen ziehen. Seite natürlich genauso. Und dann räumen wir uns einmal nach oben ab, kommen in den Schneidersitz. Ich hoffe, es ist. Es ist wieder typisch, wenn ich rausgehe, fängt es an zu regnen, jetzt gerade noch nicht, aber ich sehe schon wieder kommen. So, wir nehmen heute mal wieder die Terrabänder. Also erstmal kommen wir wieder mit den Armen nach oben, dehnen uns zur linken Seite, ja, noch ein bisschen was für die Arme tun. Ich werde das wahrscheinlich jetzt immer mal so mit einbauen. Komm dann mit dem rechten Arm wieder
Richtung Wand und ziehe dabei das Band. Oh, das reimt sich. Linke Hand auf den Boden. Und jetzt bauen wir hier Spannung auf mit dem Band. Ich finde das sehr praktisch. Es hat dann den Binding-Effekt, dass wir einmal den Arm hier natürlich den Muskel beanspruchen und auch gleichzeitig, so wir drehen uns hier nach hinten, schauen dabei nach vorne und auch gleichzeitig die Seite dann dehnen. Zwei Effekte in einem klingt besser als ein in ein. Dann wechseln wir natürlich auch zur anderen Seite. Im Auge, ne? Drücken dabei gerade. Und ziehen wieder mit dem Arm. Stärke könnt ihr natürlich anpassen von eurem Band. Wieder schön rausstrecken. Ich bevorzuge erstmal die leichte Variante, weil wir halten ja ein bisschen, ein paar Sekunden und das geht dann gut auf die Arme. Ich habe Kinderarme, echt. Dann nach hinten drehen. Guten Morgen, Don Lion. Oh. Wie geht's dir? Du da? Ich bin jeden Tag da. Ja, gerade. Nee, du warst nicht der Don, der League of Legends spielt. League of Legends war es, ja. Wir haben gerade gestern drüber geredet. Aber ich glaube, das war es nicht du. So, wir nehmen nochmal das Band hinten auf den Rücken. Oh, ja, wenn man das Gefühl hat, man hat was im Auge. So, das Band nach hinten. Wir können das jetzt auch so im Schneidersitz machen, das ist egal. Rücken gerade. Und dann fangen wir an, wieder die Arme vor und zurück zu ziehen. Eigentlich machen wir die Übung aber trotzdem gleich nochmal richtig. Das trainiert auf jeden Fall etwas die Unterarme. Aber wir machen gleich nochmal das richtige Rudern. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Nicht verkehrt für Frauen, ne? Mittleren Alters. So, das richtige Ruder machen wir dann mal jetzt, ne? Das Band kommt an die Füße. Und dann nehmen wir die Spitzen von dem Tarband, Füße zueinander und dann fangen wir an zu rudern. Das stärkt die Schultern, Rücken dabei gerade. Halt wie beim richtigen Rudern. Das ist gar nicht so verkehrt. Man merkt auch richtig, wie das arbeitet mit den Schultern.
Sollte ich auf jeden Fall öfters machen, weil es knackt immer in der rechten Seite. Zu werden. Und dann noch mal. Spaß. So. Es geht gut auf die Arme. Ja, mir geht's gut. Wir holen dann nach Paar. Ja, genau, richtig. Oh, meine Kamera ist wieder Zeit. Oh, Alter, es geht aber unheimlich auf die Arme, auch wenn es auch die Schultern gut trainiert. Das ist auch, hat die Übung, finde ich, auf jeden Fall ganz gut. Die haben wir neu jetzt im Programm. Ja, wir haben eine halbe Stunde durch. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, da steht 21 Minuten. Nein, Spaß. So, ich werde dann versuchen, nachher nochmal online zu kommen. Aber mit Sport sind wir auf jeden Fall durch für heute Morgen. Ich werde mich jetzt aufs Fahrrad schwingen. Da geht meine nächste Sportrunde dann wieder los. Und wünsche euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Ja, immer fleißig. Auch wenn ich nie online bin, sieht es immer nicht so aus. Aber doch, ja, ich bin fleißig. Danke fürs Zuschauen. Ciao.